Hey, was geht ab? Heute spielen wir tatsächlich hier wieder ein wunderbares Spiel, wo wir zeichnen müssen. Wir können nämlich diesem kleinen jungen Mann ein Fahrzeug zeichnen, mit dem er aber kämpfen muss. Das bedeutet, wir haben jetzt hier überall ein paar Blasen dran, drücken auf Fight und mit diesem Ding treten wir an gegen einen komplett anderen, der ein ähnliches Fahrzeug hat wie wir. Und oh! Yo, was? Wir haben den ja komplett auseinandergenommen. Einfach direkt mit dem Spieß getroffen. Okay, so, das ist wahrscheinlich unser Gegner, gegen den wir da kämpfen werden. Das bedeutet also, wir brauchen auf jeden Fall oben einen Schutz. Das bedeutet also, wir gehen so, so und dann so, okay? Damit haben wir tatsächlich einen Schutz und können damit dann fahren. Oh nein, wir sind auf dem Boden gelandet, ich Trottel. Oh, Mist, Mist, Mist. Okay, wir versuchen mal einfach wieder eine normale Sache hier aus, so. Und ein bisschen Schutz, okay? So, ein bisschen Schutz nach oben, weil der hat nämlich diese Axt oben. Und wir müssen schauen, dass der Typ uns nicht mit der Axt erwischt. Das heißt, wir gehen rein! Rein! Okay, einfach getroffen. Nice. Oh, jetzt haben wir eine neue Waffe. Das ist jetzt ein Schwert. Und da haben wir einen Morgenstern. Das ist tatsächlich auch eine sehr gefährliche Waffe. Und ich würde es tatsächlich so ähnlich machen wie vorhin auch. Wir bauen hier einfach so ein kleines Dach vorne dran. Wie so eine Welle so ein bisschen. So, ne? Und dann haben wir, zack, so ein kleines Zuhause. Da kann er uns gar nicht holen. Aber wir ihn auch nicht, kann es sein? Oh nein, oh nein, oh nein, okay. Oh, 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 guck mal, er versucht auf jeden Fall oben anzugehen. Nein, ich bin rausgefallen. Oh Mann, da sitzt er. Okay, warte mal, wir machen auf jeden Fall, wir machen einfach ein bisschen aggressiver, okay? Einfach tief und stark. Oh, nice. Damit haben wir ihn jetzt einfach abgeschnitten. Und jetzt liegt er da auf dem Boden, ne? Und jetzt müssen wir es irgendwie noch hinbekommen, dass wir irgendwie gegen ihn gewinnen, ne? Ah, da ist er runtergefallen. Jawohl. Okay. Das heißt also, man muss ihn nicht unbedingt treffen. Man kann ihn auch einfach nur auf den Boden schmeißen. Dann gewinnt man auch. Und wir können zum Beispiel jetzt hier Ink oder Power aufleveln. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Ink kaufen, ne? Und ich werde Power kaufen, okay? So, dann haben wir hier übrigens auch noch die Möglichkeit für andere Münzen, uns dann natürlich noch andere Räder zu kaufen, ne? Gerade haben wir nicht so viel, aber man kann sich auch andere Sachen für Münzen kaufen. Das heißt, wir müssen unbedingt Münzen sammeln. Das bedeutet, wir drücken nochmal auf Power drauf und jetzt haben wir sogar so einen Schieber vorne. Seht ihr das? Und der hat hier vorne auch ein Riesenrad, deswegen können wir uns da vielleicht ganz entspannt, ich mache hier einfach mal wieder so eine kleine Dreieckskombination. Ich glaube, das reicht uns schon, weil dann können wir nämlich versuchen, nochmal mit richtig viel Schwung, jawohl, den einfach mal auszuschalten. Ja! 50 Münzen bekommen wir übrigens pro Sieg. Das ist eine richtig nice Sache. Wir sind da super glücklich. Oh, jetzt haben wir sogar eine Kanone. Okay, warte mal. Kanone an das Ding da dran, an das Ding da dran und dann hier nach oben. So. Oh ja, Mann, das ist ein nicer Kampfwagen, okay? So, wir landen da jetzt auch drauf. Ui! Oh, was? Der macht alles von alleine! Nein, wie simpel war das denn? Der hat einfach so drei Schüsse gemacht. Das war ja richtig entspannt. Oh, okay, nice. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Also, wir haben die Möglichkeit, jetzt nochmal ein bisschen mehr Power zu upgraden. Ich würde auf jeden Fall, zack, hier mache ich jetzt mal so ein Cabrio-Sitz. Weil ich denke, wenn wir jetzt Gas geben werden, ne, dann wird der einfach hier reinfallen, wisst ihr? Guck mal, dann können wir nämlich jetzt gleich eine Vollgas-Attacke machen, weil er sitzt jetzt gerade da drin und guckt euch das an. Oh, Alter, direkt getroffen. Unglaublich. Schöne Sache. Da haben wir auf jeden Fall was Gutes gemacht. Guck mal, das ist wie so eine Welle. Oh nein, jetzt hat er eine Welle. Wenn wir jetzt die Welle haben, dann müssen wir irgendwie dagegen kontern. Das heißt, wir bauen hier so ein kleines, aber feines Traktor-Ding sozusagen. Mit einer kleinen Spitze vorne dran. Ob die Spitze uns was hilft, werden wir gleich sehen. Aber wir gucken mal. Oh, wir haben hinten einen richtig dicken Reifen. Wir geben Vollgas. Oh, ho, ho. Oh ja. Oh, 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 oh. Oh nein, er ist auf uns drauf. Und jetzt rückwärts. Nein, wir fliegen ins Wasser. Oh, Victory, wir haben gewonnen. Nein, er ist vor uns auf dem Boden gelandet, bevor wir ins Wasser gefallen sind. Unglaublich. Okay, das war wirklich Glück, muss man sagen. Alter, guck mal, wie der da vorne... Okay, das ist simpel. Können wir eigentlich auch in den Boden reinzeichnen, sodass wir so nach unten hin voll sind? Oh. Oh nein, jetzt haben wir einfach nur eine Schlange als Auto. Okay, dann fahren wir mal mit der Schlange vorwärts. Jawohl! Ich hab ihn einfach in so einem Salto gefangen. Niemals. Ich habe einfach nur so Gas gegeben und dann war das auf einmal so. Okay, also wir gehen hier wieder zack, zack, fangen unseren Fahrer auf
Oh, wir können auch unseren Fahrer... Das habe ich gar nicht gecheckt. Wir können unseren Fahrer tatsächlich hier auch festmachen vorne. Oh, aber dadurch fliegt der runter. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, dann lass mal. Zack, zack, zack. Und dann hier einfach befestigen. Wir befestigen unseren Fahrer, damit der hier nicht so leicht einfach kaputt gehen kann. Oh, haben wir eine lange Schlange. Guck mal, jetzt sind wir... Oh, wir sind Kopf an Kopf. Jetzt müssen wir irgendwie... Ey, unser Rad ist weggefahren. Alter, was? Unser Rad muss wiederkommen. Oh, jetzt... Guck mal, warte mal. Wenn wir jetzt rückwärts fahren... Wer gewinnt denn jetzt? Warte mal, kann ich hier überhaupt rückwärts fahren? Guck mal, wir gucken mal, ob wir gegen so eine Wand fahren können. Und jetzt wieder weiter nach vorne. Und jetzt bremsen wir ab. Was? Wir müssen ihn irgendwie ins Wasser reinbekommen. So, einmal hier und dann voll abbremsen. Jetzt Gas geben. Und jetzt dürfte er eigentlich... Oh nein, jetzt haben wir gar keine Reifen mehr. Wie soll ich denn jetzt gewinnen? Ich kann... Hä? Mein Reifen ist aber trotzdem noch kontrollierbar. Seht ihr das? Kann ich ihn ins Wasser fahren? Kann ich ihn ins Wasser fahren? Das wäre so krass. Okay, warte mal. Also wir können uns eigentlich gar nicht... Oh, nein! Oh, er ist einfach in uns selber reingefahren. Niemals. Oh, was? Der Sky Tower? Was ist denn das für ein Gegner? Oh, Mann. Okay, okay, okay. Wir haben 311 Münzen. Wir können uns übrigens was leisten, ne? Wie wäre es vielleicht mit einem neuen Hut? Ich glaube, ich brauche ganz dringend einen Hut. Ich nehme mal den hier. Yo, Alter, das ist ein Astronautenhelm einfach. Sehr nice, okay. Vielleicht sind wir damit ein bisschen stärker. Bossfight. Wir haben jetzt hier ein Riesenschwert. Dann müssen wir auf jeden Fall hier so ein Ding hier machen, damit wir irgendwie gesichert sind und drinne sind. Weil, oh, okay. Hä, was? Wir sind einfach direkt runtergefallen. Next. Okay, warte mal. Relax, Roman, du schaffst es. Wir gehen hier hin, nehmen hier unsere Axt mit und dann gehen wir so und dann so. Okay, nice. So, jetzt hängen wir da drin. Jetzt haben wir da unsere Axt, da unser Schild. Und jetzt können wir einfach mal versuchen, so ein bisschen was zu machen. Wir gehen Vollgas rein und versuchen, ihn zu erwischen da oben. Eieiei, der ist aber weit oben. Jetzt müssen wir versuchen, natürlich mit unserer Axt irgendwie dagegen zu kämpfen. Aber ich verliere schon wieder mein Rad. Leute, ich verliere mein Rad. Oh nein, ich muss mal mehr Geld in Reifen investieren. Nee, so geht das nicht. Okay, ich brauche was anderes. Was habe ich da jetzt? Ich habe da jetzt sowas wie eine... Ist das wie eine Laserkanone, die ich da habe? Ist das eine Laserkanone? Jawohl! Yo, was? Das ist ja wie eine riesen... Das ist ja wie so ein Bogenschießer. Schaut euch das an. Wir schießen einfach komplett seine obere Sache da gerade ab. Wie krass, wie krass. Versuch mal hier ein bisschen näher ranzukommen. Jo, nein, der ist einfach nicht weggeflogen. So, 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 so. Oh, komm schon. Ja. Nein, okay, okay, okay. Alles entspannt. So, wir müssen ihn einfach nur ein bisschen noch mal mehr mit Druck machen. Er hat nur noch ein kleines Seil. Jawohl, er hängt nur noch am seidenen Faden, Leute. Das war's, das war's. Er fällt runter. Wir haben ihn, wir haben ihn. Nein, nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Er sitzt da einfach auf dieser Kugel. Ich glaube es nicht, Mann. Ich habe jetzt einfach so ein härteres Auto gebaut. Ich hoffe, dass ich ihn einfach so mit meiner kleinen Spitze hier irgendwie so ein bisschen ärgern kann. Alter, dieses Auto, was ich habe, das sieht so ein bisschen so aus, als ob das wie so ein Go-Kart wäre. So, jetzt mal rein! Yo, schaut euch das an. Wir müssen ihn einfach die ganze Zeit nur weiter pieksen. Oh, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Seht ihr das? Oh, oh, er kommt uns gefährlich nah. Und jetzt haben wir ihn. Zack, einfach von oben geholt. Wir haben wieder die Laserkanone, Leute. Okay, wir haben jetzt die Laserkanone. Das ist alles entspannt. Wir investieren mal mehr in Ink, okay? So, Laserkanone. Den hier halten, okay? Und dann machen wir hier so einen kleinen Spoiler auch noch dran, okay? Ey, das sieht aus wie so ein Motorrad. Ey, nice, nice. Wir haben jetzt einfach so ein Motorrad. Guck mal, wir können jetzt einfach so ganz chillig gegen den kämpfen. Wum, 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 wum. So. Oh, oha, krass. Wir sind eigentlich untötbar mit dieser Konstellation. Yo, was? Unser Motorrad war richtig gut. Wir waren in der Mitte einfach geschützt und vorne und hinten hatten wir einfach einen Reifen. Total simpel eigentlich. Da werde ich auf jeden Fall jetzt wieder versuchen, das Motorrad zu machen. Zack, hier vorne ran. Einen kleinen Kreis. Und dann auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Spoiler hier hinten dran. Nice. Und schaut euch das an. Wir sitzen jetzt wieder in unserer Kuppel drin. Jetzt können wir... Oh, unser Reifen hat da auf jeden Fall gerade zugeschlagen. Oh, 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 kriegen wir ihn runter? Kriegen wir ihn runter? Jo, komm voll runter! Ja! Alter, was? Unser Fahrzeug hat gerade einfach einen absoluten Handstand gemacht und er ist ins Wasser runtergefallen. Okay, so, so,
einen kleinen Sitz und dann so befestigen und an dieses Rad da dran. Okay? So, jetzt haben wir zwar ein Cabrio, aber ich denke, wir können treffen. Ja! Schön! Einfach schön runtergeschlagen. Aber wir haben gewonnen, ne? Nice. Okay. Wir haben jetzt auch schon 700. Damit können wir uns jetzt tatsächlich nochmal neue Reifen kaufen. Und zwar hole ich diese hier. Boom. Nice, nice, nice. Oh, ich habe auch Angst ein bisschen vor dem nächsten Boss, Leute. Der nächste Boss wird richtig krass. Deswegen, wir kaufen uns am besten mal noch ein bisschen Power. So, und dann werden wir mal hier zack, so, so, so und dann wieder so einen kleinen Spoiler machen. Ich sag's euch, die Karren funktionieren mit am besten, ne? Oh, guck mal, wie wir drin hängen, sehr nice. So, wir machen wieder einen kleinen Angriff, so. Ich versuche auf jeden Fall wieder seine Ballons vorne so ein bisschen fertig zu machen. Ich fahre wieder langsam rein, so, pieks ihn von der Seite. Ich habe ihm einen Reifen abgemacht. So, wir versuchen ihn nochmal ein bisschen herumzuschlagen. Oh, nicht, dass der uns jetzt noch trifft mit seiner Waffe. Nicht, dass der uns jetzt noch trifft. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn vorne komplett offen. Und jetzt müssen wir nur noch. Zack! Ihn einmal anpieksen. So. Wir bewegen uns Richtung Endboss. Alter, was ist das denn? Okay. Warte mal, wir gehen einfach von hier nach da, nach da, nach da. Und dann einen kleinen Spoiler hinten dran. Nice. Oh mein Gott, wir haben einfach den Doppelpiekser. Schaut euch das an, das wird eine einfache Sache. Ich werde ihn, wir sind wie so ein Skorpion. Wir sind wie so ein Skorpion und dieser Skorpion kann, zack. Oh, nein, sie hat mir meine Skorpion. Nein, die hat einfach gegen mich gewonnen. Oh, meine Güte. Und das ist der nächste Boss. Das ist der nächste Boss. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Power. Zum Glück haben wir in Power investiert, ich sag's euch. Wir gehen hier vor. Dann machen wir auf jeden Fall vorne, nach unten, an den Reifen, unten Spoiler und dann hier so seitlich, okay? So, das dürfte in Ordnung sein. Wir hängen drin. Oha, was? Niemals. Okay, 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 der kommt immer wieder runter, seht ihr das? Der muss zum Angreifen immer runterkommen. Oh, 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 oh nein, oh nein, oh nein. Bei uns ist leider die Sache da gebrochen. Wir haben ein Cabrio oben offen. Ey, fliegt der da runter? Fliegt dir da das Wasser vielleicht runter? Oh mein... Nein, nein, wir haben kein Auto mehr. Oh, nein, er hat mir direkt am Anfang mein Auto so aufgemacht. Ich hoffe mal, das geht. Da, guck mal. Ach, was? Ich habe meinen Reifen einfach verloren schon. Okay, okay, okay. Ich muss ihn einfach erwischen. Ich muss ihn sozusagen hier unten einfach die ganze Zeit anpieksen, ne? Damit er die Sachen weggehen und damit ich das hier überleben kann. So, 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 so. Oh! Ja, ich hab schon fast seine Mitte. Wenn ich seine Mitte ganz durch habe, dann kommt er, glaube ich, runter. Ich muss ihn nur runterbekommen. Und das mit einem Reifen nur. So. Oh, er kommt von oben. Er kommt von oben. Da habe ich ihn. Ich habe ihn einfach geangelt. Jawohl. Okay, meine werten Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge. Gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war sehr cool. Wir sehen uns dann rein, Leute. Ciao.